mittlerweile seit 5 Stunden auf der Händlertagung. Eine fantastische Neuheit nach der anderen. Aber so langsam qualmt die Synapse. Vor allen Dingen, wenn es jetzt noch richtig rätselhaft wird. Also, wie kann etwas kürzer werden, aber trotzdem mehr Raum haben? Ja, da habe ich jetzt genauso geguckt wie Sie, aber das kann uns jetzt erklären. Mal wieder der Dennis Möller. Dennis, komm ruhig ins Bild. Alles gut? Und hier kann man es dann sehen. Hier, oder? Sieht man es, ja. Also wir haben ja fast eine glatte Wand. Fast. Ja. Ja. Das Fahrzeug war vorher 7,3 Meter lang, jetzt sind wir 6,96 lang, haben aber im Fahrzeug 8 cm Platz gewonnen. Und das sehe ich halt jetzt auch hier. Ja. Früher stand das Ding ja, wie gesagt, 8 cm hinten raus sozusagen. Ja. Die sind jetzt im Fahrzeug. Oh, ja, kann man, glaube ich, sehen. Kann man sehen. Kommen Sie mal mit. Ja. Mal hier mal auf. Hallo, wow, wow. Hier sieht man den Platz. Bei einer Breite von 2,20, richtig? 2,20, Van-Klasse. Ja, also auch noch kompakt. Van-Station. Sondermodell. So kann man es natürlich auch machen. Mhm. Aber wenn Sie wirklich mit mir sprechen wollen, was von mir wollen, dann ist es schwierig, weil der Dennis im Weg ist. Danke, Dennis. Kundschaft wartet. Aber, ja, so ähnlich ist es auch mit den Danke, Dennis, mit den Gasflaschen. Weil hier, ja, es soll tatsächlich Hersteller gegeben haben, die haben diese Flaschen hintereinander befestigen lassen. Unfug. Hier kann man auch bei diesem Modell natürlich an beide Flaschen wunderbar ran. Und das macht Sinn. Es gibt Situationen im Leben eines Wohnmobilfans, da braucht man einfach die Unterstützung von einem jungen, dynamischen Kerl. Dennis, du hast so geschwärmt jetzt hier auch von dieser Front und hast diese Farbe besonders genannt. Und ich habe schon wieder vergessen, wie das Ding heißt. Hast du absolut recht. Ist eine sehr coole Farbe, die nennt sich Campo Volo Grau. Schon mal gehört? Seien Sie ehrlich, ich noch nie. Aber es sieht toll aus. Sieht ähnlich aus wie ein dunkles Grau oder nicht dunkles Grau, wie ein dunkles Weiß oder so ein Mausgrau. Ja. Und ja, das Besondere ist einfach, es sieht einfach mal anders aus als alles andere. Und, aber ja, wo aussehen, wenn ich da hochgucke, das sieht aber auch cool aus. Hast du recht, ja, die Frontmaske, also die Hutze in dem Fall wurde komplett neu entwickelt. Die Hutze nennt sich das, wie die Mütze. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja. Und du siehst auch mit Carbon-Optik ein bisschen gearbeitet, sieht einfach cool aus. Zeitlos, modern und Vansation halt. Sondermodell. Limitiert? Limitiert, ja. Ah. Kann man nicht so viel verraten. Ja. Trotzdem hin und holen, bevor es weg ist. Klar. Okay, also Dennis von Sunmobil Cars ist ein bisschen traurig und ein bisschen unruhig geradezu, weil das, was hier steht, sieht toll aus, ist aber nicht das, was ihr plant. Fangen wir schon mal an. Also die Fenster hier zum Beispiel, kann man die sehen? Ja? Die sollen schon mal ganz anders werden bei dem, was ihr dann anbietet. Ja, der hat ja jetzt die normaleren Fenster. Sie sind auch nicht schlecht. Sind auch nicht schlecht. Aber kommen Rahmenfenster wahrscheinlich. Bei uns sind selbstverständlich die Rahmenfenster. Natürlich kommen da die Rahmenfenster. Wir gehen wieder rein, es geht dann noch weiter. Ja. Hier siehst du auch was. Guck mal, hier freie Fläche geht ja gar nicht. Geht nicht eigentlich. Weil bei uns kommt ein 27 Zoll LED-TV rein, inklusive vollautomatische Sattanlage. Wer redet da noch von Pepper? Habe ich gesagt jetzt nicht. Und was haben wir noch? Hier vorne zum Beispiel. Hier sehen Sie hier. Gangschaltung. Was ist denn das? Da kommt was hin? 9-Gang-Wandlerautomatik von ZF inklusive 160 PS, 2,3 Liter, 4 Ducato Motor. Mach das doch mal langsam bitte, das kann sich ja keine Sau merken. 2,3 Liter Motor, 160 PS, 4 Ducato, 9-Gang-Wandlerautomatik von ZF. Noch Fragen? Also nochmal, damit das klar ist, wir befinden uns hier in einem Sondermodell, Vansation von Knaus. Großartig, aber das, was der junge Kollege vorhin alles aufgezählt hat, das ist das, was dann Sunmobil Cars noch draufpackt zu seiner Sonderedition von diesem Sondermodell. Habe ich auch gebraucht, um das zu kapieren, aber so sieht's aus. Und ich meine, der Kenner erinnert sich, früher gefaltet, jetzt aber super beschichtet, stabil, kratzfest, großes Kino. So, und dann geht man hier rein. Ja. Da steht man hier und hat dann hier, was ich, eine Toilette, was man braucht, ein Waschbecken. Und jetzt kommt's. Achtung, ich mache mir hier Platz, dass man das sieht. Dann trägt man das hier auf. Darüber. Voilà. Dann da rein. Und ich bin in meiner Dusche. Das ist meine Idee. Und hochwertig natürlich auch die Verarbeitungen, zum Beispiel hier in der Küche. Ja. Ich meine, allein optisch schon eine echte Herausforderung. Die Armaturen, auch hier natürlich genügend Platz, fein verarbeitet. Und wenn Sie hier sehen, die großen Schubladen, wie in der Küche, richtig stabil verarbeitet. Und Achtung, Licht, Soft Close und selbstständig verriegelt. Das ist doch cool, oder? Dann hier der Kühlschrank, 140 Liter, da passt eine Menge rein. Ist ja auch mit einer großen Familie, wenn man unterwegs ist, womöglich, oder mit Freunden, wie auch immer. Und dann natürlich
weil ganz wichtig, der Juniorchef. Das Bett. Und natürlich hat sich der Juniorchef, der ist auch langsam kaputt, auch schon seit gefühlten 15 Stunden unterwegs hier auf dieser Händlerausstellung, hat er sich hier schon bequem gemacht, weil, ich komme mit dazu, weil das eben auch etwas ist, in dem man sich bequem machen kann, weil das ist das Besondere und das Außergewöhnliche und das immer wieder Tolle bei diesem Modell. Absolut. Längsbetten, gute 2 Meter Liegefläche, Fenster links, rechts, hier hinten auch nochmal schöne Ablagefächer, Stauraum, Steckdose, USB und die intuitive Lichtsteuerung. Ja. Eine halbe Stunde haben wir uns verdient. Ja. Tschüss. Fast, ja. Komm.